Ja, hi, willkommen, mein Name ist Dani Rollbier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir volle Möhre auf die Fresse bekommen von Phoenix. Geil, ne? Und jetzt sind wir hier in der Nähe von Haria. Ich habe ausgehend mich mal ein bisschen umgeschaut und gesehen, dass hier noch ein paar Ausrufezeichen verteilt sind auf der Welt. Und eins oder zwei sind hier in Haria. Hey, ich möchte den Dings wieder haben. Den Besen. Boom. Wart ihr alle vorher schon hier? Wenn mir geleitet hat. Ich weiß es. Ich will Junge. Wir verkaufen nichts oder so, ne? Wir sind echt wieder Leute, die sich ansiedeln. So. Was ist hier los? Warum kommen hier auf einmal Leute wieder hin? Ja, was das angeht, die ist tot, sowas von tot. Ja, hier ist irgendwie noch, was gibt es hier noch vom Monster, die ich erledigen kann? Natürlich und Titania Gefängnisinsel. Wo? Können wir mal vorbeischauen. Wenn Natürlich nicht da ist, wo Phoenix war. Hi. アメノチ信仰が存続の危機だと聞き、ここに来ました。巫女の親子が亡くなって儀式の詳細が不明になってしまったので、今はその調査を行っています。イズルトには村からの移住者の方もいますし、お話を伺えるうちに儀式のすべてを記録しようと思って。ここは宿屋だったんだが、それも引き継ぐのか？はい。異例に訪れる人もいますし、パラミデスへの巡礼者もいますからね。それに いつになるかわからないけど、完成したら宿屋のメニューにしたいと思ってるんです。村の伝統、儀式と料理の両方から守って、未来につなぎたいと思っています。頑張ってね。Okay, dann war's das hier schon, ne? No, okay. Neue Quest, du. Gut, wo noch? Logres. Wenn man notiert, wo ich die ganzen Dinger gesehen habe. Moritz war hier irgendwo noch was, irgendwo hier unten, glaube ich. Oder Heiligtum, Taverne. Also sagt nicht, dass das Ding jetzt hier, dieses Kellnerspiel, was ich noch machen muss. Nur müssen wir auch noch machen. Wenn ich heute nicht mehr viel mache, wir haben voll wenig gekämpft in den letzten Part, dann machen wir hier die Dingens. Hier? Taverne. Da ist die Taverne, ne? Ich habe das schon wieder verwechselt. So, du willst was? Ich mit denen ich schon geredet. しぐれ乱月を倒したそうね。さすが早耳ね。乱月家の相続は先代当主を切ることでなされる。つまり六郎さんが当主。しぐれの名を継いだのかしら。先代を切って相続？いいや。だがなぜうちの家宝を知っている？ それは裏稼業同士だもの。昔先代のしぐれ乱月を暗殺しようとして
仲間が30人も返り討ちにされたのよ。当然だな。しぐれを切るには桁が足らん。10倍でも倒せたかどうか。しぐれとやり合うのは懲り懲りよ。東大なんて特等隊増しだし。ああ、歴代でも最強のしぐれだった。でもその東大しぐれが切れなかったゴーマがいるのを知ってる？ なんだと？ 特等隊しぐれが切れなかったゴーマがいるのを知ってる？なんだと？特等隊の姿を知った剣士よ。しぐれを討伐に派遣したのに打ち取れなかった。つい先頃、聖主の御座で目撃されたそうよ。ああ、ドイク。そいつは俺が切るしかなさそうだな。待て待て、決めつけは良くないぞよ。君子危うき。まだ、だからこれまで死ぬば、まだこのストーリーやりますん。 どうせ言っても聞きませんし。君子なんてここにはいないからな。じゃよね。しぐれが切れなかった竜の剣士か。腕が鳴るぜ。ブーンを祈るわ。おお。だから、だからね、変man。いや、verdammt nochmal. Die Hauptquest ist, ne? Ja, geil. Ja, so viel dazu. Nächstes, was habe ich hier noch? Melchior. Melchior meine ich, boah. Melchior, das ist irgendwann das Test Hysteria, ne? Ich glaube irgendwie im Heiligtum, ja. Wenn er im Lionel werft. Dann müssen wir später irgendwann mal hin. Aber schon lange nicht mehr. Ich habe so Gefühl, da könnte vielleicht mal gut sein. Oder schon lange nicht mehr waren. Eigentlich da. Mal da, ne? Heiligtum ist da oben. Ja, genau da, wo. Wo Kurt sich eingesoffen hat und sich. Ich habe seinen Namen vergessen. Kurogane. Zu einer Gitarre. Ummodifiziert hat. Boah, ich frage mich, wie der Kampf zwischen Roko und Shigure ausgesehen hätte, wenn ich das Schulkostüm angehabt hätte, der seine Gitarre gezogen und den sein Schwert abgeblockt die ganze Zeit. その力を君あるがった家族に 赤ん坊の頃に捨てられたらしいんです。そんな。そして悪徳一座に拾われて見せ物にされた。はい。僕はその頃姉さんに捕まって出会ったんです。小さな子供は面白半分にまで笑われ。ging jetzt erst. Hintergrundgeschichte von Magilu。きっとこんなのでも味方が欲しかったのよ。こんなのは余計です。 でも逃げ出せたんですよね。でしょうなら、自分が仕掛けたんです。不思議はないわね。メルキオルは自分の後継者たりうる人材を手に入れたがっていた。世界を救うために。ですね。グリモワール。あんた、メルキオルとどういう関係なの？メルキオルというより、先代筆頭とちょっとね。 けど、あの子たちの仕事には踏み入っていないわ。プライベートの話はシラフじゃできないけど。マギルーはメルキオル様のもとで修行し、特等隊魔士になったんですね。そうです。姉さんはそれはもう頑張ったんですよ。マギラニッカルーメーリ。メルキオルの養女として生を与えられ、あの子は初めて居場所を得たのね。けどその名も心と共に砕け散った。 メルキオル様は最後の試練に失敗した姉さんをあっさり捨てたんです。ビエンフが抜け殻だったあの子を私のとこに連れてきたのよ。で、私のもとでしばらく過ごした後、ある日突然姿を消した。あとはあんたたちの方が知ってるんじゃない？そのようにあの子のことをお願いなんて言わないわね。頼まれたって拒否するわよ。 Was irgendwie vor meinem Rücken
紛らにかの話じゃよ。どうでもいいわい。この機会に一つ聞いてもいいかしら。あなたの心が壊れたのはメルキオールの術に屈した時じゃなくて、メルキオールに捨てられたと気づいた時なんじゃないの。どうじゃったかの。もう忘れたわい。紛らにかの思いは。 今のわしは最下の犬種に組みする悪の大魔法使いマギルンじゃからの。お姉さん、僕も一生ついていくでふよ。おっとビエンフ。あぬし、よくもわしの過去をペラペラ喋ってくれたの。ビエン、なぜ僕だけ。問答無用じゃ。ビエン、やっぱりマギルン姉さんはこういう人なんですね。 Anta, sehr schön. Ah, Farbvariation. Endlich mal. Zeig. Schwarz-Weiß. Oh. Ja, besser als die normalen. Richtig cool. Ja. Halt mir. Ich habe nicht. エルベットが言いたいことは、ラフィーには伝わってたと思うよ。なんでそう思うの？だって僕には伝わったから。精霊は人の祈りを受けて加護をもたらす存在だ。お前がここで祈ることは、カノの死には届かなくても、ライフィセットの力になるはずだ。じゃあ一つだけお祈りするわ。どうか。 Okay. Gut. Wir werden auch jetzt noch zum Lionel werft. War schon sehr lange nicht mehr waren. Ich auch gar nicht abgegrast, glaube ich. Aber wir haben ja zwei Dinger. Lass schauen. Will sehen. はい、ペプスト。ああ、当の昔に逃げ出した島に、なぜ今更視察などに出かけたのじゃ。この前、この港に流れ着いた漁船にゴーマが乗ってて大騒ぎになったんだってさ。漁師がゴーマ病にかかったんじゃろ。それが、その島にしかない草花が船の中に残されてたって言うんだよ。 その船の持ち主たちは島の近くまで行ったとしても絶対に島に上がるようなやつじゃなかったって。船を襲ったゴーマがそのまま船に乗って港まで餌を求めて遠征してきたというのかい。そのゴーマは狼男みたいなやつだったから、清涼も連中が知恵をつけてるんじゃないかって警戒したらしいぜ。狼男、獣人の島とはの、住みたくない町全国6位じゃの。 Sehr gut. Aber etwas Beschäftigung für heute noch freigeschaltet. Wer bist du denn? Du siehst voll badass aus. Noch eine? Okay, cool. Schaffen wir weiß in dem Part. Menschliche Gegner. ビーン、罪人とはいえひどいでか。罪人どもの血で島の周りの海が真っ赤に染まって、風は血生臭かったとか、今でも火の夜になると赤く光る海を見て罪人たちの魂が島に帰ってくるといわれてんだよ。だからよ、あの島のゴーマは死んだ連中の蘇りだと俺は思うわけさ。 Wir gehen da sofort hin. Sehr gut.
Yay, Beschäftigung für heute. Ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich da speichern wollte, aber egal. Wird schon nichts kaputt gehen in der Aufnahme. Hi, Verwaltungsinsel. Prompto. Oder Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie viele verschiedene Gegnerarten gibt es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Drachen, Person, zwei fehlen dann noch. Wie sehen die damit aus? Ich krieg hier nichts. Boah. Gott. So, jetzt fragt sich nur, wo sind die, die wir noch nicht besucht haben? Der Untoten, Halbmenschen. Halbmenschen. Boom, ein da. Oh. Oh, und eine Katztruhe, die ich nicht öffnen kann, weil ich keine Seelen hab. Dreck. Wie viel brauche ich denn? Für die letzte brauche ich 500. Krieg ich doch nie im Leben geöffnet. 230. So, mal gucken, was hier noch ist. Wahrscheinlich nix, aber man muss ja gucken. Na, wartet die ultimative Waffe auf mich und ich habe die verpasst, ne? Kann ich doch so nicht stehen lassen. So. Marathonläuferin, okay, cool. Einfach so jetzt mal kommen. Die Entfernung auf der Karte. Sehr cool. Einfach so bekommen. Gut, hier war natürlich wieder nichts, wie zu erwarten. Gut, dann komm her. Da waren die Symmetrions, ja, aber Halbmenschen, ne? Ja, okay. Gut, komm her. Lass mich raten, diese ganzen Gegner, die wir verpasst haben, kann man theoretisch auch in diesen Dingern hier finden, ne? Weil ich muss ja noch einige Gegner von der Titania erledigen, die ich nicht finden konnte, die ich jetzt nicht mehr bekämpfen kann. Also nehme ich mal an, schlägt mein Mikro aus. Hallo? Mein Mikro schlägt gar nicht aus. Hallo? Doch. Nur halt sehr leise. Okay, gut. Bams. Okay, wo war ich? Töten. Kann ich mir den Glitch hier aktivieren, den ich mit Magilu aktiviert habe? Eins. Meins. Meins. Boom. Was sind die denn für welche? Hexeninsel, ja, die habe ich auch noch nicht alle. Soll ich vielleicht auch mal hier ein paar Gegner erledigen. Also wir können irgendwann mal wieder zurück zur Hexeninsel. Ich mal stark annehmen, ne? War ein optionaler Ort. In Tales of Hysteria, glaube ich. Konter. Hey. Hi. Ich töte dich. Dich. Ihr wisst ja, wie das hier abläuft. Ich. Du verdammt nochmal hier oben. Wir Dingen sie aktivieren. Eine Hexeninsel. Beschwörung aktivieren und alles stirbt. Habt ihr echt noch nichts daraus gelernt habt, ne? Boom. Boom. Jawohl. Magilo, wo bist du?
Du bist nicht mal genug. Oh ja. Meiner. Ja, damit treffe ich sicherlich. Naja. Der war nicht voll. Oh Mann, ehrlich. Explosion dauert viel zu lange, bis es fertig ist. Oh. War schon wieder betäubt, bis mich auf den Arm nehmen. Was, wer war das? Komm her. Und sie tötet sofort alles. Boah, Junge. Ach man, ich krieg die zweiten Mystic Arts einfach nicht hin. Ja, wie soll ich es versuchen? Was willst du denn? Komm, ein Zeitlupe angerannt. Ja, jetzt voll gebracht. Ja, damit. Sobald Gegner kommen, die zaubern können, ist vorbei, ne? Du bist da. Boom. Und die Mystic Arts, die regnen wie blöde. Boom. Und fertig. Erster. Phononklinge. Sehr gut. Dämonenbombensieg und Blutklinge. Zwei neue Waffen. Blutklinge habe ich auch schon, ne? Will ich auf den Arm nehmen? 1%ige Chance, einen betäubten Gegner sofort zu besiegen? Okay. Wieso trotzdem Kacke? Leute. Könnte mir so eine Waffe jetzt geben, ey. Leute, die Katze, die muss ich mir merken, muss ich mir notieren gleich. Jetzt vergesse ich sie wieder. Gut, nächstes Dingen. Und zwar Viertel und I'm so scared. Die ist wahrscheinlich auch eine Katze, ne? Weil warum nicht? Natürlich ist hier eine. Boah, 265 schon wieder. Also ich brauche so 600 Dinger. Sehr gut. Tue ich einmal so casually irgendwie so nebenbei noch einsammeln. Das ist jetzt nicht so ein Problem. Bis zur nächsten Aufnahme werde ich dann wahrscheinlich die beiden Dinger hier geöffnet haben. Ein paar Sachen hier wieder gemeistert haben, waffenmäßig. Na, gucken wir mal, wird schon irgendwie gehen. Dämonen beschwören. Hi. Ja, damit. Damn. Warte mal, ihr könnt auch zaubern, ne? Ja, ja, damit. Ja, selber schuld, ne? Oh, Elefantenköpfe.
Explosion, komm. Explosion. Explosion, Baby. Alter. Hi. Ja, damit. Wahnsinn, können Zombies zaubern hier, wie blöde. Oh, was so? Hey, was ist das? Okay, einwechseln bitte. Boom. Ah, ist das chillig hier. Aber wenigstens ein paar Kämpfe. Und gab es irgendwie selten welche. Oh Gott. Nicht genug. Alter, ist gut. Alter, wer macht das? Ihr habt doch gesehen, wie viele Dinger da waren. War ja unnormal. Schon hat er uns nicht trefft, ne? Also dieser Angriff, ne? Ja, eben Seelenbrecher ist so überpowered, wenn man gegen magische Gegner kämpft, ey. Och man, ehrlich. Schön. Nichts Besonderes anscheinend. Schon. Hey. Exquisites Amulett. Dämonenwunde sie um Barrieren, Alter. So, Gefühl, ich hätte da viel früher hingehen müssen. Die Sachen, die ich von denen bekomme, ist irgendwie, weiß ich nicht, wertvoller als. Habe ich jetzt hier Amulett. Wohin gehört hat. Wo habe ich denn nicht, schon wieder vergessen, wie er hieß, ey. Da warte, da war es doch. Ich sehe das Amulett da. Langsamungsfähigkeiten. Gut, dann haben wir das erledigt. So, hier müssen wir noch warten. Da können wir irgendwie nicht hin. Da können wir auch noch nicht hin. Da nehme ich mal sehr stark an, dass wir halt auch noch nicht schaffen. Also muss ich wohl in der nächsten Folge den imperischen Thron hier betreten, damit wir vielleicht etwas Fortschritt hier haben können. Ne? Gut. So viel dazu. Also ich finde auch Screen noch so Sachen zum Erledigen. Auf jetzt, für jetzt würde ich erstmal sagen, das war hier erstmal fertig sind. Aber ich muss mal gucken, kann ich vielleicht Dingens hier. Oh.
Nee. Verdammt. Ich krieg da wieder nicht hin hier. Ich krieg hier nicht genug Geld zusammen, Mann. Dreck. Hey. Na gut. Hallo. Ich glaube nicht, dass ich genug zusammenkrieg. Aber kann ja gucken. Nee, das wird nie im Leben reichen. So, tu mal behalten, weil das ist ja so immer anscheinend. Ich das jetzt erst bekommen habe, als Belohnung für. Einen dieser Inseln. Also bald mal doch mal. Eine 1%ige Chance, meinen Gegner zu erledigen, wenn er betäubt ist. Also wenn ich allgemeine 1%ige Chance gehabt hätte, dann wäre das vielleicht noch halbwegs brauchbar, aber nur bei betäubten Gegnern, ne. Das ist ein bisschen dämlich. Ja, und den Upgrade kriege ich auch nicht. Gibt's da nicht? Hm. Oh, boah, das war knapp. Habe ich noch nicht mal ausgerüstet. Mache ich hier eigentlich? Aber ich kann ja noch jederzeit zum Dings hier zurückkehren zur Katzkorn und mir neue Sachen kaufen. Also so ist er jetzt nicht, ne? Nee, da wird nichts mit aufleveln. Gut, du halt mal ausrüsten. Sämtlicher Schaden reduziert um 3. Habe ich das nicht mal ausgerüstet? Sämtlicher Schaden reduziert um 3. Was? Sehen den von gerade den Schaden nach Abschluss aller anderen Berechnungen. Wenn er auf 0 oder darunter tummelt, der Charakter nicht. Das ist Simba. Nur 292. Ja. Könnte sehr gut sein, Kampf gegen Phönix und allgemein gegen alles. Gut, da würde ich sagen, wow, schon wieder dran. Wo kommen jetzt die 6 Minuten, ja? Egal. Würde ich sagen, ich beende mal hier. In der nächsten Folge werde ich vielleicht wieder ein bisschen stärker sein, ein paar Sachen gelevelt haben und so. Mal schauen, Ladenlevel hochgelevelt haben, keine Ahnung. Und ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.